So, und hiermit ein herzliches Willkommen auch die ganzen YouTuber da draußen. Es ist ziemlich laut, ne? Ich stell's mal leiser. Gut. Jetzt bin ich laut, ne? Ich stell mich mal so. Mal gucken. Ich hoffe, es passt. Ich hoffe, es passt. So. Gut. Und dann jetzt nochmal Hallöchen da draußen zu Bro. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe das nur ein bisschen angespielt. Also ich habe nicht weit gemacht. Wir machen erstmal Spiel zurücksetzen. Ja, genau. Und dann machen wir ein neues Spiel. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Wollte nämlich mal gucken, wie es ist. So, und wir lesen Tutorial. Klicke, um zu beginnen. Machen wir. So, und jetzt klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. So, Doppelklicke auf den Briefumschlag oben auf dem Safe, um ihn anzuvisieren. Doppelklicken. Und jetzt steht da, schiebe den Brief aus dem Umschlag. Und ich habe irgendwie ein komisches Rauschen hinten drin. Ja, das machen wir mal ein bisschen leiser. Das machen wir auch mal ein bisschen leiser. Aber da wird nichts drüber laufen. So. Und klicke, um fortzufahren. Du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste. Und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert. Und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Ein kleiner Messingschlüssel mit einem Tierbild. Okay. Haben wir erhalten. Was ist das eigentlich da oben für eine 2? Ach, das ist Pause. Okay, Pause, fortsetzen. Ah, okay. Gut, jetzt sollen wir drehen den Deckel, um das Schlüsselloch auszurichten. Ah, okay. Entziehe den Schlüssel und in das Schlüsselloch. Dreh den Schlüssel. Öffne den Deckel. Offen. Nimm das Okular. Ein seltsames Okular. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Okay. Klicke auf das Okularsymbol, um das Okular zu benutzen. Das wird bestimmt das hier sein, ne? Es tut aber nichts. Vielleicht fehlt etwas. Was sagt die Notiz dazu? Okay, nochmal zum Entfernen. Doppelklick auf die Notiz zum Anvisieren. Und das haben wir gerade eben schon gelesen. Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Rechtsklick, um herauszuzoomen. Ah, dann bist du komplett draußen. Du findest die Antwort irgendwo auf dem Tresor. Ein Schlüsselloch. Ein mittig geformtes Schlüsselloch. Okay. Sieht wirklich komisch aus. Okay, ich würde mal sagen, da kommen wir nicht weiter. Noch ein Schlüsselloch. Ein Talisman. Bewirrt, Redown. Das könnte ich eventuell losschrauben, wenn ich irgendein Werkzeug hätte. Immer diese Werkzeugfanatiker. Die kriegen einfach nichts hin. Ohne Werkzeug. Nein!
Ich weiß auch nicht, wo ihr es hingeschmissen habt. Hier ist nichts weiter, ne? Nö, sieht nicht so aus. Nö, zwei Schlüssellöcher, zwei Schlüssellöcher. Da unten ist noch. Sieht so aus, wenn da noch was wäre. Erde. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Okay. Feuer. Feuer. Holz füttert es. Aber Wasser löscht es. Ich sollte es wohl mal mit Drücken versuchen. Okay. Oh. Was haben wir denn da? Ein merkwürdiger alter Schlüssel. Mit diesem Schlüssel ist etwas recht ungewöhnlich. Ich sollte ihn mir genauer betrachten. Klicke auf das Schlüsselsymbol im Inventar, um den Schlüssel zu untersuchen. Jetzt können wir auch noch untersuchen. Dreh das Ende des Schlüssels. Warte mal, kriegen wir damit... Kann es möglich sein oder kriegen wir damit beide Schlösser auf? Ich kann das Ende offenbar drehen und die Form des Schlüssels ändern. Okay. Drücke die Zurücktaste, um das Inventar zu verlassen. So? Den hier. Ich will mal gucken, ob das passt. Oh, das passt aber. Rechts rum? Was ist denn das? Nein! Die scheinen sich zu drehen, aber es gibt keine Markierung, die die richtige Position anzeigen. Ich muss woanders nachsehen. Okay. Den Schlüssel haben wir noch, ne? Gucken wir mal. Ist das jetzt? Ich sehe das gar nicht richtig, ob das jetzt überhaupt so ist oder nicht. Ich probiere es einfach mal. Allmählich geformt das Schlüsselloch. Ja, schön. Na, das macht da rein. Genau. Was haben wir denn da? Eine gravierte Metallplatte. Es scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Und im Endeffekt sieht das genauso aus wie das hier, ne? Wozu wir unbedingt ein Werkzeug benötigen. Oh, sieht doch noch richtig aus. Okay. Eine Linse. Sie sieht aus, als würde sie in das Okular passen. Aha. Klicke auf das Okularsymbol, um das Okular zu benutzen. Okay, was ist das? Ach du Heilige. Was ist denn das hier? Kann man da nicht ran? Das ist genau das gleiche noch einmal. Was ist das? Was ist das jetzt? Ich muss das da oben, da unten reinkriegen, oder was? Dann geht das hier so weiter, ne? Mit der Schatulle da oben. Irgendwas passt mit dieser Schatulle da oben nicht. Kann man die drehen? Ah, jetzt kann man sie drehen. Oh. Oh. Läuft. Was geht denn jetzt? Jetzt geht ein Tresor auf. Nur mit noch einer Schatulle drinne. Sieh mal einer an. Das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Will fortsetzen. Hä? Was ist denn mit dem Rest, der da drin war? Toll, jetzt haben wir hier... Ups. Fest verschlossen. Ich muss eine Möglichkeit zum Öffnen finden.
Da ist irgendwas. Was ist das? Das sieht komisch aus. Ist auch komisch. Ein altes, ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Ach du Schreck, okay. Okay. 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht. Aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie. Der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element. Das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos. So wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. Sieht aus wie ein Aufziehschlüssel. Ein Schlüssel scheint, als wäre er zum Aufziehen eines Uhrwerks. Genau. Ich werde gerade eben gerufen. Ich muss mal eben kurz mal gucken, was da los ist. Gleich wieder anwesend. So. Gucken wir mal. Dann gucken wir mal. So, das Objekt 0. Gehen wir mal kurz zurück. Das mit dem Buch haben wir fertig. Das mit dem Aufziehschlüssel sieht fast so aus, als wenn es hier was passen würde. Eine runde Aussparung scheint mit dem Mechanismus im Inneren verbunden zu sein. Okay. Oh, was haben wir denn da? Sieben. Fünf. Und zwei. Sechs, zwei, sieben. Das sieht mir, das eine sieht mir fast aus wie eine drei. Oder? Nee, warte mal, ein E. Das ist verkehrt rum. 5 und 2, 7. 5, 2, 7? Mit dit. Ach du Schreck. Okay. Das sieht mir auch aus, wenn man das drehen kann. Ah. Sieht aus wie eine Miniatur. Wie ein Miniaturfernrohr? Oh. Okay. Was ist denn das hier? Ein COBL. Das letzte fehlt. Was? Ist doch auch nicht. Ah, okay.
Okay, oben hat man eine 2, ne? Das war eine 5. Das war, glaube ich, eine 7. Und das unten erkenne ich nicht ganz. Wo sind die? Ha! Hahaha, okay. Oben eine 2, rechts eine 7. Unten eine 6. Okay. Ha! Was denn das? Oh. Ups. Da kommt ein Fernrohr rein, ne? Was denn das? Ah, 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Was? Okay. Ist wieder ein Ausschnitt aus dem Buch, ne? Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Ja. Damit habe ich auch nicht viel gewonnen, ne? Sieht mir fast aus wie eine Lunte. Was ist das? Kann ich nur begutachten. Ist irgendwas drin? Da muss ein Hebel rein. Warte mal. Das wird's nicht sein, ne? Nö. Nö, nö und nö. Auge. Auge, Schlüssel, Auge. Warte mal kurz. Das hat jetzt nichts weiter zu sagen gehabt in dem Sinne. Geht auch nicht mehr zurück. Okay. Mal was rausgedreht, da kommt ein Schlüssel rein. Also im Endeffekt muss das erste untere rechte Symbol ein gekringeltes Ding. Den Rest werden wir wohl erst herausfinden, wenn wir hier weiterkommen. Warte mal kurz, unten ist noch was. Ah. Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Oh. Das kommt dann also hier rein. Zack, haben wir die Kerze. Oh. Ich glaube, es läuft. Ich muss diesen Apparat zum Laufen kriegen? Okay. Ein Aufziehschlüssel? Es läuft. Ah, geilo. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen. Ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann? Der sitzt ja komplett anders und das Ding dreht sich. Ja. Real? Oh. Ich muss mal eben kurz gucken, was da schon wieder los ist.
So, und weiter geht's hier im Geschehen erstmal. Mal gucken. Das müsste so nicht passen. Irgendwas passt da nicht. Jetzt passt. Der passt so für Anhieb, nur das nicht. Ein L. Trial, ne? Ja, jetzt wissen wir's. Eine Messingplatte mit dem Buchstaben L. Okay. Wir haben. Jetzt habe ich wenigstens eine Vorahnung, was hier reinkommt. Ein Rädchen, sondern eine Messingplatte. So, Trial. Ich hätte erst gedacht, na gut, er zeigt auf das R. Aber das war dann auch nicht so der Fall. R. Dann kommt T. Genau, Trial. Oh, es fährt sich wieder ein. Das erste hat sich geöffnet. Eines der Siegel hat sich geöffnet. Noch zwei, dann hab ich's. Das mit dem Schlüssel. Wir haben nur keinen Schlüssel. Könnt ja gucken, aber nee, das funktioniert auch nicht. Was denn das? Wieder so ein Brief. 8. Mai. Oh, da ist ein Symbol mit drauf. Ein 2 von 7. Masalista hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung. Das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des was? Sechseck-Symbols. Sechseck. Ja, ein Achteck-Symbol, wenn man das so sieht, aber okay. Kann man sehen, wie man will, ne? Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, all das sei ein törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um eins gestiegen. Mazalista hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Okay. Okay, was ist das eigentlich? Eins. Es ist das Stellrad eines Safes, aber es fehlt ein Teil. Sehen wir hier was? Zwei, drei. E5. Da kommt dann auch erst was raus. Was ist denn das hier? Geht das auf? Nö, das müsste eigentlich getrennt werden, ne? Hier ist eine Scharniere, da ist eine Scharniere. Tut sich nur nichts. So, sonst noch irgendwo was? Da unten haben wir was. Was war? B-Symbol. Da ist das Auge. Ach so. Augensymbol. Ach so, das sind die Dinger. Ah, okay. Und das geht so noch nicht auf. Aha. Eins, zwei. Ein Stern. Eine sternförmige Aussparung. Ah, da haben wir das nächste Symbol. Gucken wir mal. Das sieht aus wie ein O mit zwei Strichen nach oben. Da haben wir's. Geil. Inventarobjekt gefunden. Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Vor allem ein schwerer auch noch. Kann man doch noch was machen?
Ist nur eine Aussprache, damit das nicht durch die Gegend fliegt, ne? Ein schwerer gusseiserner Schlüssel, das sieht fast so aus, als wenn der hier reinpasst. Die Form stimmt, aber das Loch ist nicht groß genug. Oh. Ja, da unten, das stört. Okay. Okay, okay, okay. Warte mal kurz, da passt doch auch noch was rein, ne? Nee. Da diesmal nicht. Da fehlt was. Was ist denn das? Nix. Gut. E523. Also mit dem Okular kommen wir nicht weiter. Okay. Können wir das noch ein bisschen drehen? Nö. Hier oben. Hier oben ist auch nichts weiter. Warte mal, die Form ist zu groß und wir können es uns aber trotzdem... Ist aber ein Gusseisenschlüssel, da können wir nichts dran umändern. Es wird nicht passen. Nö. Es fehlt ein Teil. Aber ein Teil fehlt. Das ist auch alles schon. Warte mal kurz, steht hier auf diesem Zettel noch? Nein, das können wir so nicht ansehen, okay. Hm, 2, 5. Da ist das letzte Symbol gewesen. Ist das? Ja, nee, ist klar. Das haben wir dann gleich so herausgefunden. Hier ist auch nichts weiter mehr. Da können wir zwar ran, das bringt uns aber nichts. Wie, wo, was? Hier fehlt ein Schlüssel. Ich würde mal sagen, das wird der letzte Schlüssel sein, den wir so finden werden, ne? Oh, so können wir da hoch. Ah, was ist das denn? Okay. Aha. Noch so ein Ding, wo wir gucken müssen, ne? Wieder dieses komische Symbol. Oh. So? Nein. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Ups. Läuft? Ein Schlüsselloch. Oh, läuft. Dann machen wir das Kläppchen auf. Ne, jetzt können wir es rausziehen. Noch ein Schlüssel. Ein kleiner Kastenschlüssel. Ich glaube, das müsste dann der sein, der hier reinpasst. Ja? Jawohl.
Ein Stern. Ein lackierter Messingstern. Warte mal kurz, ein Messingstern.